Achtung, Achtung, hier spricht der Sachsenkanal-Sender Freies Sachsen und der angeschlossene Sender und Zweitkanal Sachsenkanal-Sender Chemnitz. Wenn ihr dieses Video seht und hört, sind wir wieder einmal gesperrt auf einem unserer YouTube-Kanäle und wir wollen euch dazu diesmal vorsorglich informieren, weil es uns wieder Funkstille gibt. Wir waren jetzt im November 2021 wieder 14 Tage gesperrt. Das ist uns dieses Jahr schon mehrfach passiert auf beiden Sendern und Kanälen. Und dazu war der Sachsenkanal Sender Freies Sachsen ja in dieses Jahr seit Weihnachten vergangenen Jahres auch ein halbes Jahr gelöscht. Und wir machen das aber diesmal anders. Wir laden vorsorglich dieses Video hoch, weil es sofort nach Löschung ist ja kein Video mehr verfügbar und nach Sperrung kann nichts mehr hochgeladen werden, nur die vorhandenen Videos angeschaut werden. Und wir laden das jetzt hoch und setzen das in die Zukunft und können das dann bei Bedarf aktivieren. Wir hoffen, das wird nicht so schnell passieren, aber gehen immer davon aus, weil die Zensur und die Maßnahmen sowohl bei YouTube als auch Facebook als auch anderen immer restriktiver und härter werden. Zur Freude natürlich der zahlreichen Denunzianten aus dem entsprechenden Milieu. Ja, so ist das halt dann. Wir möchten die Gelegenheit noch nutzen, uns zu bedanken für inzwischen über 26.000 Abonnenten bei den drei Sachsen-Kanälen. Wir sind mittlerweile als Ersatz noch vertreten bei Vimeo, bei Odyssey, BitTube, MeinTube, Telegram natürlich läuft sehr gut. Und dazu kommen noch, zu diesen 26.000 Abonnenten, kommen noch der Erfolg der Freien Sachsen mit allein im Hauptkanal bei Telegram bei über 80.000 Abonnenten. Wir haben also zusammen schon über 100.000 Abonnenten und die Kurve geht weiter steil nach oben. Irgendwann wird das auch nicht mehr ganz so schnell wachsen. Aber hier nochmal dieser Dank für die Anerkennung unserer Proteste von Aue bis Zittau, von Annaberg bis Zwönitz. Wie gesagt, Ostsachsen ist sehr erfolgreich mit Görlitz, Bautzen, Zittau. Dresden hat sich weiterentwickelt, Dresden, Elferenz, Meißen, Sächsische Schweiz sowieso. Leipzig, vielen Dank für die Proteste. Nordsachsen, Mittelsachsen, Freiberg ist sehr engagiert, das Erzgebirge sowieso, Zwickau-Plauen. Ja, und das, ja, also Glück auf vom Sachsenkanal Sender Freies Sachsen. Wenn ihr das Video seht, sind wir wieder gelöscht. Nein, gesperrt, weil bei der Löschung könnt ihr es nicht sehen. Und hoffen wir, dass es noch etwas dauert, ehe das aktiviert wird. Und das gilt für beide Kanäle, auch für den Sachsenkanal-Sender Chemnitz. Glück auf und eine schöne Adventszeit, trotz der ganzen Umstände und gerade wegen dieser ganzen Umstände.